Moin Seefüchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Elder Scrolls Online im Morrowind. Hier ist schon wieder so ein Drache. So ein Event-Ding momentan aktuell und alle haben sie das Teil. So, wir haben im letzten Part ganz toll unser Inventar mal wieder leer geräumt. Jetzt gehen wir mal eben gerade aufs Logbuch. Ne, wie ging das? Journal? Jawohl. So, jetzt... Oh je. Ein Freund in Not. Das war der. Aufgeben. Aufgeben. Dung. Ich muss gucken, ob es noch andere Sachen gibt. Das geht wohl. Das geht wohl. Das geht auch wohl. Widrigkeiten der Ahnen. Okay. Aber hier sind wir dabei. Ein Mietling des Hauses. So, bevor wir jetzt aber weitermachen, lasst uns mal eben, auch wenn es nicht ganz so spannend ist, diese lustigen, bescheuerten Quests machen, die wir hier eben noch erfüllen können. Diese, damit man, was war das denn, eine Lizenz oder sowas erwirbt? Ich hab's vergessen, wir gucken mal kurz nach. Irgendeine Lizenzen kann man da kriegen für die verschiedenen Jobs. Einfach nur, damit die Quests abgeschlossen sind und ich diese Questmarker nicht die ganze Zeit hier irgendwie weg auf der Map hab. Macht mich nervös. Muss weg. Muss weg. Und dann müssen wir schauen, ob wir die neue Hausquest hier auch annehmen können. Die muss ja hier auch irgendwo sein. Let's go. Haben wir erstmal ein bisschen was zu tun. So. Was ist das für ein blaues Ding? Ich habe hier so einen blauen Marker. Was macht der? Bin ich das selber? Was ist das? Ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal hier. So. Guten Tag. Es gibt noch vieles, was ich euch beibringen könnte. Was hofft ihr sonst noch von mir zu lernen? Was könnt ihr mir über das Versorgerzertifikat sagen? Ein Versorger verdichtet die Essenz von Zutaten zu Speisen und Getränken. Ein wahrer Künstler sorgt für einen Ausgleich zwischen Nährwert und Geschmack. Ich kann dieses edle Handwerk teilen, aber ich kann euch jeweils nur in einem Handwerk zurzeit zertifizieren. Ja, dann verstanden? Legen wir mal los. Ich möchte als Versorger zertifiziert werden, okay? Das Versorgen ist eine lohnenswerte, aber auch zermürbende Aufgabe. Mürbe. Versteht ihr? Ja. Heiterkeit ist mir nicht fremd. Gelegentlich. Als erstes werdet ihr ein Rezept und einige Zutaten brauchen. Dann bratet ihr ein Schwein. Okay, muss ich einen Schweinebraten machen? Ich bin schon ein erfahrener Versorger. Ich weiß, wer ihr seid. Ich kenne jeden meiner Mitbewerber. Ich hatte mich nur gefragt, ob ihr ausreichend Demut zeigen werdet, um von einem wahren Meister zu lernen. Also, tut ihr das? Ich kenne das Rezept für Schweinebraten schon. Was jetzt? Versorger sind nur so gut wie ihre Zutaten. Je weniger, desto besser. Die Einfachheit der Paarung ist der Schlüssel zum Erfolg. So, jetzt geht los und findet die Zutaten für einen Schweinebraten. Falls meine Vorräte leer sind, solltet ihr in der Stadt alles finden können, was ihr braucht. Wo finde ich sonst noch Zutaten? In Fässern, in Getreidesäcken. In Küchen natürlich. Es ist Nahrung. Man findet sie einfach. Sucht, was ihr braucht und nehmt es euch. Kann ich Zutaten auch irgendwo kaufen? Falls Geld kein Problem ist, verkaufen Gilden solche Gegenstände auch oft in ihren Gildenläden. Vielleicht wollt ihr auch mit einem Verbündeten handeln, falls er zu viel davon übrig hat. Alles klar, alles klar. So. Ups, jetzt müssen wir diese Quest auch... Oh Mann. Wo ist denn das? Göttliche Suche... Handwerk. Besorgt etwas weißes Fleisch. Oh, gehen wir mal auf die Suche, ne? Irgendwo in Kisten werden wir schon welches finden. Ist das hier irgendwo auf dem... Oh, was ist das? Da liegt ja schon einfach weißes Fleisch rum. Ich glaube das mal, ne? Danke. So. Sucht nach Vorräten. Abgeschlossen. Dann schnacken wir mal wieder mit ihm. Das war ja gar nicht so schwer. Du, ich habe da weißes Fleisch gefunden. Es lag einfach so rum. Ich habe mir es einfach genommen, ne? Macht man halt einfach so. Sobald ihr mit den Zutaten zurückkehrt, werden wir herausfinden, ob ihr wisst, wie man sie kombiniert. Ich bin bereit, es zu versuchen. Ich habe alles dabei. Ich fand immer, die Jagd nach Zutaten an sich ist schon spannend genug. Ich hatte eine erfolgreiche Jagd. Was ist mein nächster Schritt? Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Geht mit euren Zutaten zu einem Kochtopf und haltet euch an das Rezept. Kehrt mit dem Ergebnis zu mir zurück, damit ich euren Wert als Koch beurteilen kann. Okay, was ist denn der Unterschied zwischen Kochen und Brauen? Die Zutaten? Das eine ist fest, das andere flüssig? Ergibt Sinn. Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. Ich wollte sie auch einfach nur stellen, weil man sie auswählen konnte. Inwiefern kann mir das Versorgen helfen?
Speisen und Getränke von hoher Qualität steigern eure Energie und ein voller Bauch hält einige Zeit lang an. Der Proviant eines Versorgers ist wesentlich gesünder als die alte Pampe, die man sonst so findet. Warum sollte man einen von Banditen gegrillten Kapaun essen, wenn man selbst einen grillen kann? Auch wieder wahr, ne? Alles klar. So, jetzt müssen wir irgendwas grillen. Gehen wir mal eben schnell grillen. Da sehe ich so eine Art Kochtopf. Ich würde das als Kochtopf bezeichnen. Feuerstelle. Wir sollen jetzt einen Schweinebraten machen. Ich sieht doch gut aus. Herstellen. Okay, der übergibt sich da gerade neben mir. Das läuft, ja. Oh mein Gott, ist auf dem Tisch und futtert. Okay, also ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber es lief. Der eine kotzt, als ich koche. Mein Guar frisst einfach alles, was auf dem Tisch steht. Läuft heute wieder bei uns. Läuft heute wieder. Moin. Bringt mir eure kulinarische Schöpfung, damit ich sie inspizieren kann. Ich werde feststellen, ob ihr das Zertifikat verdient habt oder nicht. Hier, bitteschön. Guten Appetit. Interessante Note. Rieche ich da eine Spur von Wamasu? Nein, das kann nicht stimmen. Ich würde es natürlich anders zubereiten, aber interessant genug für die Zertifizierung. Ihr könnt jetzt Versorgerschriebe erfüllen. Haltet eure Töpfe warm und eure Kelle sauber. Super. Und guck mal, das gibt sogar Kohle und Inspiration, was auch immer das ist, aber Quest abschließen. Eure Beherrschung des Handwerks ist eindrucksvoll. Level up. Noch nicht allumfassend. Ich kann euch immer noch etwas lehren. Okay, ich hätte Interesse an einem Verzauberungszertifikat. Verzauberer bändigen die losen Möglichkeiten der Runen und verwandeln sie so in Glyphen mit fester Bedeutung. Ich werde euch unterweisen, aber ich kann mich immer nur auf ein Zertifikat zur Zeit konzentrieren. Ist das annehmbar? Ja, dann lass mich mal als Verzauberer zertifizieren, ne? Macht, Essenz und Aspekt. Alle unter den Gestirnen tragen diese Komponenten als Konzept in sich. Kombiniert man sie, bilden sie Glyphen, die Gegenstände mit Verzauberungen versehen. Als erstes müsst ihr diese Komponentenrunen finden. Danach lasse ich euch eine Glyphe erschaffen. Ich muss eine Glyphe herstellen, um zertifiziert zu werden? Auf jeden Fall, denn darin liegt die Essenz des Verzauberns. Aha. Runen der Macht, der Essenz und des Aspekts sind die grundlegenden Komponenten aller Glyphen. Besorgt eine von jeder Sorte, ehe ihr zurückkehrt. Wo finde ich Runen der Macht, der Essenz und des Aspekts? Ich kenne ein Versteck außerhalb dieser Stadt. Es kommt selten vor, so viele Runen auf einmal zu finden. Also dank den Göttern, die ihr anbetet. Sollten diese Runen nicht da sein, müsst ihr euch auf eine längere Suche machen. Wo finde ich sonst noch Runen? Es gibt viele Orte, an denen man Runen finden kann. Doch ich würde als erstes in den alten Ruinen Tamriels suchen. Vor allem draußen. Sie neigen zum Verlöschen, wenn man sie vom Sternenlicht fernhält. Okay, ich werde mit den Runen zurückkehren. Okay, wir müssen Runen beschaffen. Wir haben ein Level abgeschafft, das ist schon mal cool. Ich muss nur gerade schauen, wie sah es denn aus? Was müssen wir jetzt wieder erhöhen? Ich glaube erstmal wieder Ausdauer, ne? Erstmal so im Gleichschritt Ausdauer und Magika, ne? Punkt einsetzen. Ich muss sagen, hier habe ich aktuell überhaupt keine Ahnung. Ich habe hier irgendwo so einen Schrieb rumliegen, wo ich mir mal die Mühe gemacht habe, ja mein Skillset zusammenzustellen. Das liegt hier auch noch irgendwo. Ich will jetzt lieber nichts verskillen. Jetzt sammeln wir erstmal Runen. Oh, ist schön, dass heute mal Tag ist, ne? Das ist richtig herrlich. Wir können richtig mal die... Oh, ich hole mal mein Guar, ne? Wenn die hier alle rumreiten. Ja, ich habe auch einen Mount, das es jetzt nicht mehr zu kaufen gibt. Was, da guckt ihr, ne? Ja, der ist so süß. Ist so süß, aber ich bin tatsächlich nicht schwach geworden. Ich muss ja noch berichten, ich bin bei dem anderen nicht schwach geworden. Und das war knapp. Das war echt knapp. Ich war schon wieder kurz davor. Was ist das? Da gibt es auch gleich irgendwas zu machen. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Runen und hoffen, dass sie da sind. Nicht, dass die uns irgendjemand geklaut oder gemobst hat. Da oben sollen die sein. Ja, warte. Ich sehe da erstmal auch einen Gegner. Damit fangen wir mal an. Das lassen wir mal. We did it. Alit kaputt. Runen gefunden. Oh, sind doch gleich alle drei. Ja, das ist ja perfekt. Okay. Bom, 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 bom. Runen sammeln abgeschlossen. Sprecht mit Danel Teleno. Ich muss gestehen, ich hätte das Gefühl, als hätten wir das in diesem Let's Play schon gemacht. Irre ich mich da? Aber egal, wir machen es halt nochmal.
Aber ich glaube, wir haben es nicht gemacht. Ich wollte es machen und wir haben es aber nicht gemacht. Und jetzt machen wir es halt einfach. Komm. Es ist relativ stumpf, aber dann hat man es hinter sich. Muss auch gemacht werden, ne? Danach sammeln wir diesen Brief ein. Ich bin schon ein bisschen neugierig, was das ist. Wir gucken auch gleich mal. Aber ich sag mal anderen. Der wird schon nicht verschütt gehen, dieser Brief, ne? Das passt schon. Und das Haus müssen wir uns organisieren. Wir haben immer noch kein Haus. Ich habe ja die Hoffnung, dass man in dem Haus dann Sachen lagern kann, weil meine Bank ist so voll und die wollen richtig viel Kohle für noch mehr Bankplätze haben. Eieiei, sind die hochgelevelt, ey. Kommen mir richtig wurstig vor, muss ich sagen. Und ich so mit diesen ganzen Pro-Leuten rumeier. So, hallo, ich habe die Sachen gefunden, die du wolltest. Sobald ihr drei Runen geborgen habt, je eine der Kraft, der Essenz und des Aspekts, beginnen wir mit dem Verzaubern. Oh, hab ich gemacht. Nee, ich hab das alles. Euch ist womöglich ihr charakteristisches Blitzen aufgefallen. In der Tat, was ist unser nächster Schritt? Dann fängt die Arbeit am Verzauberungstisch an. Dort verbindet ihr je eine Rune der Macht, der Essenz und des Aspekts miteinander. Aus diesem einfachen Rätsel entsteht eine Glyphe. Und jetzt geht und setzt sie zusammen. Wie setze ich Glyphen ein? Jede Glyphe passt am besten zu Waffen, Rüstungen oder Schmuck. Setzt die Glyphe einfach in einen bislang noch nicht verzauberten Gegenstand dieser Art ein und die Verzauberung entfaltet ihre Wirkung. Ein Wort der Warnung. Sobald sie angewendet wurde, ist ihre Wirkung permanent. Okay, wenn ich Glyphen zusammensetzen kann, kann ich sie dann auch auseinandernehmen? In der Tat kann man das. Bringt die Glyphe zu einem Verzauberungstisch. Dort könnt ihr sie extrahieren, um einige der Runen zu bergen, aus denen sie hergestellt wurde. Es sei angemerkt, dass das Extrahieren der Glyphen anderer Verzauberer euch wesentlich mehr lehren kann, als das Extrahieren eurer eigenen Glyphen. Also müssen wir das so hin und her tauschen, ich verstehe. Okay. So, was müssen wir tun? Stellt eine unbedeutende Glyphe des Lebens her. Unbedeutend vor allen Dingen. Das klingt total gut. So, wählt eine Rune jeder Art. Oh Gottes Willen, Verzauberung herstellen. Wenn alle Positionen belegt sind, könnt ihr R drücken, um sie herzustellen oder X, um die Auswahl zurückzusetzen. Denkt daran, benutzt ihr unbekannte Runen zur Herstellung, so erlernt ihr deren Effekt. So, welche sollten wir jetzt zusammenballern? Ich habe so viele hier plötzlich. Scheiße. Warte, wir gehen erstmal zurück. Ja, geil. Welche muss ich denn jetzt nehmen? Ja, scheiße. Bevor wir jetzt Kacke bauen. Blablabla. Ich sollte einen Versorgungstisch und eine Glyphen herstellen. Dafür muss ich mindestens eine Rune der Macht. Essenz, Aspekt. Macht, Essenz, Aspekt. Macht, Essenz, Aspekt. Alles klar, warte. Eine Rune. Essenz, Rune. Essenz, Aspekt, Macht. Alles klar. Also. Macht, Essenz, Aspekt. Und herstellen. Doing, doing. Ta. Wir haben eine unbedeutende Glyphe des Lebens hergestellt. Ihr habt die folgenden Runen übersetzt. Entwickeln, Leben, Normal. Oh ja. So. Sprecht mit Daniel Dingsbums Kello. Ich glaube, wir haben es gut gemacht. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Wir dürfen wieder mit ihm schnacken. Boah, ich habe diese Rune gemacht. Bist du zufrieden mit mir? Stellt eine Glyphe her, indem ihr je eine Rune der Macht, der Essenz und des Aspekts benutzt. Kehrt zurück, sobald ihr eine Absicht in eine feste Form verwandelt habt. Ich habe es geschafft. Hier ist die Glyphe. Ihr solltet sie an einem Gegenstand anbringen, damit ihr die Wirkung der Verzauberung erkennen könnt. Ihr seid jetzt zertifiziert, um Verzauberungsschriebe zu erfüllen. Möget ihr die Geheimnisse nirgends entschlüsseln. Ja, wunderbar. Das gibt wieder 100 Kohle, ein bisschen Inspiration und Erfahrungspunkte. Eure Beherrschung des Handwerks ist eindrucksvoll, aber noch nicht allumfassend. Ich kann euch immer noch etwas lehren. Okay, dann erzähl mir mal mehr über das Alchemie-Zertifikat. Alchemisten sind die Meister der Elixiere. Sie fangen Magie für späteren Gebrauch in Flaschen ein. Doch ich kann euch immer nur in einer Disziplin zur Zeit zertifizieren. Falls das annehmbar ist, können wir mit eurer Ausbildung beginnen. Ja, lass uns mal als Alchemist zertifizieren, ne? Wenn wir schon dabei sind. Ich mache heute gleich alles durch, ne? Gleich alle Jobs hier. Man muss sich ja vorbereiten. Wie meistens müssen auch Alchemisten die richtigen Zutaten sammeln, ehe sie ein besonderes Gebräu herstellen können. Seid ihr dazu fähig? Wir werden sehen. Ich verlange, dass ihr ein Lösungsmittel und ein paar Reagenzien besorgt. Danach werdet ihr mir einen Trank herstellen. Ich muss einen Trank herstellen, um zertifiziert zu werden? Ja, alle alchemistischen Mixturen brauchen ein Lösungsmittel. Eine reine Flüssigkeit als Basis.
und Reagenzien wie Kräuter und Blumen. Geht jetzt und findet ein Lösungsmittel und ein paar Reagenzien. Sobald ihr alles habt, was ihr braucht, kehrt ihr zu mir zurück. Wo finde ich Lösungsmittel und Reagenzien? Es gibt ein ruhiges Plätzchen in der Nähe mit Bergblumen und Akelei. Eine Quelle mit Frischwasser sollte dort ganz in der Nähe sein. Falls ihr dort nichts findet, dann geht in die Wildnis und sucht selbst. Wo finde ich sonst noch Lösungsmittel und Reagenzien? In der Wildnis. Ihr werdet überall Kräuter, Blumen und Pilze finden. Das sind die besten Reagenzien. Was die Lösungsmittel angeht, sucht nach sprudelnden Quellen in Seen, Teichen, Bächen und an Ufern und seht auch in versiegelten Flaschen nach. Die Reinheit des Lösungsmittels ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich werde mit den Ingredienzien zurückkehren. Okay, wir müssen wieder Dinge sammeln. Auf geht's. Wo müssen wir denn lang? In diese Richtung. Okay, wir mounten auf und legen los. Immerhin kommt man da auch mal wieder ein bisschen raus in die Welt, ne? Nicht verkehrt. Aber so allzu weit scheint das nicht weg zu sein. Ne, es ist gleich schon da vorne. Okay, wir müssen nicht so weit. Mal sehen, ob unser Guar schwimmen kann. Ja, er ist nicht unbedingt glücklich, wenn er schwimmen muss. Oh, ne. Zu tief gefällt ihm dann doch nicht. Naja, aber wir finden es ganz gut, unsere Schuppen mal wieder ein bisschen feucht zu machen. Oh, da hinten läuft irgendwas Ekliges rum. Ausgerechnet da, wo die Reagenzien sind. Schaffen wir das? Schaffen wir das nicht? Ich kann mich ja heilen. Also insofern bin ich eigentlich ein Flusstroll. Wollen wir es mal versuchen? Komm, wir versuchen das mal. Hui! Na? Okay, der Flusstroll haut, will ich sagen, aber er haut schon ein bisschen auf die Fresse. Wieso läuft das nicht? Okay, keine Ahnung. Ich wollte es unter... Hat er sich jetzt geheilt? Scheiße, der Flusstroll hat sich geheilt. Nein, warte. Eins. Eins. Das hat ja so überhaupt nicht gut funktioniert. I'm not alone anymore. Komme ich mir nur so wurstig vor oder bin ich halt wirklich so wurstig? Das Gefühl, ich müsste eigentlich schon stärker sein. Naja, ich weiß auch nicht. Sammeln wir erstmal dieses reine Wasser. Jawohl. Dann, was brauchen wir noch? Zum Glück kam uns nochmal jemand zur Hilfe. Das hätte echt jetzt... Also wir hätten es wahrscheinlich schon irgendwie hingekriegt. Aber geil geworden wäre es nicht. Ich will diese Bergblume. Gib sie mir. Gib mir diese Bergblume. Okay, und... Hallo. Hier ist ja richtig Betrieb. Was brauchen wir noch? Dieses, was auch immer das ist. Akelei. So, alle Zutaten sind gesammelt. Wir kehren zurück. Diesmal gehen wir aber über Land. Dann muss unser armer Guar nicht so doll schwimmen. Klatsch, kriegt er einen auf Po. Klatsch. Klippenschreiter, nix so. Kein Bock auf dich. Ist er nicht süß? Ist er nicht süß? Ja, ist er, ich weiß. So, da sind wir auch gleich wieder. Jo, süß. Dann können wir das jetzt erstmal auch noch abschließen. Ich glaube, dann haben wir es. Es sei denn, ich habe die anderen. Es gibt da noch diese anderen Berufe hier, Schmied und so ein Krams. Aber ich glaube, die Zertifikate haben wir doch schon, oder? Oder muss ich die auch noch machen? Na, wir sehen das gleich. Wir werden das gleich sehen. Ich glaube nämlich nicht, das war sie nebendran. Und da hatten, die hatten wir, glaube ich, schon fertig. Und dann habe ich gesagt, oh, reicht auch erstmal. Den Rest machen wir mal anders. Findet ein Lösungsmittel und ein paar Reagenzien, damit ihr einen Trank brauen könnt. Ich werde hier bleiben. Ich habe die Zutaten gefunden und mitgebracht. Ein Lehrling von mir probierte es einmal mit Meerwasser als Lösungsmittel. Ich ließ ihn das Ergebnis selbst trinken. Er gab mir recht, dass es eine schreckliche Idee war, nachdem er nicht mehr speien musste. Ich werde es mir merken. Ich bin bereit für, den nächsten Schritt. Geht jetzt zu einem Alchemietisch. Benutzt ein Lösungsmittel und zwei unterschiedliche Reagenzien, um einen Trank herzustellen. Die Reagenzien müssen gemeinsame Eigenschaften aufweisen, sonst verschwendet ihr alle Komponenten. Versteht ihr? Bei der Alchemie müsst ihr nur Gleiches mit Gleichem zusammenbringen.
Okay, wir werden dieses Gespräch gleich fortsetzen. Lebt erstmal wohl. So, ihr habt den Hahnkrieg gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen nämlich an dieser Stelle dann eben kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich mal gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.